Herzlich willkommen bei Laila und Tour. Hier berichten wir von unserem bisher größten Abenteuer, auf dem Landweg nach Kapstadt zu gelangen. Wir sind Yvonne und René und bereisen seit über 35 Jahren gemeinsam diese Welt, begleitet uns. Im Moment sind wir in der Türkei in Kappadokien. Wir haben unseren Standort gewechselt und sind von unserem da hinten am Stein da. Sind wir jetzt mal umgezogen auf einen Campingplatz. Und wir haben hier so ein paar Arbeiten zu machen. Und vor allen Dingen brauchen wir ja eine Adresse für unser Karnet, das uns hierhin geschickt wird. Und René nutzt die Zeit, um mal Räder zu wechseln. Und spielt ein bisschen vor sich hin. Neben den alltäglichen Wartungsarbeiten hat er sich es angewöhnt, alle 10.000 Kilometer einmal die Reifen rundherum zu wechseln, inklusive Reserverad, damit sie sich gleichmäßiger abfahren. Ich kann euch nur sagen, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. Die Frau hat schon die ganze Zeit geschwätzt, statt zu schaffen. Wir haben einen wichtigen Auftrag. Ich habe hier professionellst mein Overall verpackt. Denn man könnte auch sagen, mein Hosenrohr, ein Teil des Auspuffes, eingepackt, weil das Ding ist gerissen. Das war schon zu Hause gerissen, das gebe ich zu. Und jetzt wollen wir es endlich mal schweißen lassen, bevor er mir ganz abreißt an einer ungelegenen Stelle. Also auch in den Nachbarort, in eine Werkstatt, die uns von Susanne und Roger empfohlen wurde. Enkel gemacht, ja? Ja, habe ich gemacht in Deutschland. Ja. Aber ist schon lange her. Ja. Und jetzt wieder kaputt. Ja. Aus kaputt wird ganz und Metin schweißt sehr zu unserem Entsetzen mit bloßem Auge den Flansch vom Hosenrohr. Ebenso schutzlos wird die Schweißnaht wieder glatt geflext, währenddessen der Onkel, der mit seinen Deutschkenntnissen uns sehr geholfen hat, im Hintergrund das Mittagessen zubereitet. Dazu wurden wir natürlich wieder eingeladen. In dieser Kulisse dürfen wir dann zurückfahren. Scheiße ist nur, wenn man zum Schrauben schon die Brille aufziehen muss. Mache ich aber nur, weil es eine Schutzfunktion hat, damit mir die Späne nicht in die Augen fliegen und B mit der Präzision zu tun hat, mit der ich natürlich hier fachgerecht meinen Flansch nachschleife, den wir eben in der Schweißbude mit ihm, mit Tee und allem haben schweißen lassen, weil die Flansche hier leider abgerissen sind oder angerissen waren. Und bevor sie ganz abreißen, dachte ich, muss was gemacht werden. So, ich muss ja sagen, jetzt ist so viel Zeit vergangen und ich muss wieder Hilfsmechaniker sein. Es liegt wieder im Dreck da unten. Ich bin wieder abgestiegen und ich habe keine Schrauberklamotten dabei. Finde ich ja auch irgendwie. Jetzt kriege ich so ein paar mühevolle Handschuhe. Da unten ist er. Da muss das Stück in das Loch. So, mein kleiner Hilfsmechaniker hat auch wie ein echter großer Mechaniker. Geh weg! Wehe, du zeigst das. Das ist unhöflich. Ich habe ihm geholfen. Und da, meine Hose ist halt ein bisschen kurz hinten. Ich hab's ja auch. Darf, los, bevor jetzt die Nachbarn auch noch kommen. Jetzt habe ich wieder dreckige Finger gekriegt. Echt. So, mein Herz, wie sieht's hier aus? So, Auspuff wieder dran. Wir gehen mal positiv denken, davon aus, dass alles dicht ist und dass der jetzt bis Mombasa hält. Pflichtprogramm für heute erledigt, also schwingen wir mal ein bisschen die Hufe. So, komm mit die Dame. Ich möchte frisch gepresste Zitronensaft, Granatapfelsafte, Orange Juice. Versteckt in einer Felsspalte entdecken wir diese Ruhestation für durstige Wanderer. Der Teekessel ist noch warm, die Station ist nicht besetzt und so müssen wir weiterziehen. Ich
Ich muss jetzt einfach mal zugeben, Kappadokien ist echt irgendwie schon ein Knaller. Also hier gibt es den ganzen Tag was zu gucken. Das fängt morgens um ungefähr 5.15 Uhr an, wenn die ersten Heißluftballons aufgebaut werden. Landschaftlich hier ein Highlight nach dem anderen. Und dann kriegst du das Ganze abends noch in einem herrlichen Sonnenuntergang verpackt. Hier kann man echt einige Zeit aushalten. Wir machen jetzt mal wieder ein Video zusammen. Guck nicht über die Kritik, genau. Ich wollte gerade sagen. Das ist nicht nur Spaß hier, da muss man auch mal ernst gucken. Der guckt immer so ernst. Wir sind hier weiterhin noch in Kappadokien. Wir sind ja schon eine Woche mittlerweile. Wollten eigentlich nur mal kurz hier vorbei, um ein bisschen was zu erledigen. Und ich soll langsamer reden. Aber lauter darf ich. Wir werden weiter reisen, voraussichtlich in den Iran, weil die Grenzen sich jetzt demnächst öffnen sollen. Wir versuchen jetzt hier unser Visa zu bekommen, welche eventuell ab morgen sogar schon auf. Visum. Unser Visum. Der geht mir so auf den Sack, dieser kleine Glückscheißer. Das muss man erst nur so lange aushalten. Der Plan ist Iran. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ein Visum. Ich glaube, zu Hause, die reden nicht von Glück. Und nein, Iran wird mit Sicherheit fantastisch. Insgesamt, uns geht's saugut. Wir haben eine sehr schöne Zeit. Und wünschen euch einen schönen Sonntag. Kamerakind und gleichzeitig Treppensteigen ist auch ein kleines Problem. Und hier sind wir in der Kirche. Man muss halt sagen, man hat sich das damals eigentlich recht einfach gemacht und hat einfach nur in diesem Tuffstein, der relativ weich ist, sich hier das alles ausgekratzt. Ich meine, da muss man mit dem Löffel schon ein bisschen schaben, aber es ist schon gigantisch. Ja, und ich habe mir nämlich hier eine wunderbare Außenterrasse gemacht mit einem herrlichen Blick. Treppe rauf, Treppe runter, Treppe rauf, Treppe runter, Loch rein, Loch raus. So ist das hier die ganze Zeit, aber ganz schön abenteuerlich. Ich gehe mal schnell gucken, wo sie hin ist. Sie ist weg. Und schon wieder ist sie in irgendeinem Gang verschwunden. Wenn du mich loswerden willst, musst du mich jetzt stupsen. Da geht's runter. Nein, tue ich natürlich nicht. Danke. Hab ich ein Glück, das hätte bestimmt wehgetan. Ich video uns jetzt durch dieses Zaubertal. Wir hatten gerade die Möglichkeit einzukehren und sind so dämlich. Wir haben keine Lira mitgenommen, weil wir nur kurz ein bisschen laufen wollten. Wir gehen durch den Elfengang. Da hinten, das meckert schon wieder mit mir. Ja, wenn wir mit Laien-Schauspielern arbeiten will. Und der Pseudo-Regisseur keine Regieanweisungen gibt. Also da kann ich doch nichts dafür. Deswegen, ich bin ja immer fürs Spontane. Ich bin Improvisationstheater. Mein Mann braucht ein 93-seitiges Drehbuch für 30 Sekunden. Dreharbeiten. Das merke ich mir, wenn ich mal wieder improvisiere und du das dann nicht gut findest. Und darum ging's. Jetzt sag mal, wo kommst du denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Hier laufen die Vorbereitungen zur Beantragung unseres Iran-Visas auf Hochtouren. Mein Mann macht sich noch mal schön. Weil wir müssen nämlich noch eine kleine Fotosession machen. Wir müssen noch Passbilder machen für das Visa. Und damit es nicht aussieht wie so ein Räuber. Hier ist auch eine kleine Außenstelle des Offices.
haben wir erstmal ein kleines Fotostudio aufgebaut und haben dazu mal die Schrankwand aus dem Auto ausgebaut. Komm ein bisschen her, ich guck mal. Fotostudio, die zweite fürs Iran-Visum. Wehe, du lächelst. Unser Fotostudio, das wird hier sehr stark angenommen. Yes. Situation is really tricky. Da ist der Schweizer wieder. What do you want? A Visum. I want to have a look. We know have. Seht euch das nur an. Ist das nicht ein professionelles Fotostudio? Hier ein paar Ergebnisse unseres spaßigen Fotostudios. Wie es damit weitergeht, erzählen wir euch dann beim nächsten Mal. An dieser Stelle, wie immer, wenn euch der Film gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da und schreibt gerne etwas in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann!